liebe ja diese Batman-Ansicht. Sind das die Benzinkanister für die Belagerung? Ja, vor 5 Minuten angekommen. Ist es klug, sie so nah an der Mauer zu lagern? Waffen in Sicherheit! Meine Seite bestätigen. Sichtung bestätigt! Es ist Croft! Angriff! Scheiße, jetzt kommen da noch mehr. Es will sie lebend! Mann! Sie tötet unsere Leute! Scheiße! Verstanden! Ziel gesichtet! Epsilon-T! Ja, von wegen hier, Mensch. Ich bin Lava. Ich glaube, es hackt. Hoffentlich waren das alle. Munition hier einsammeln? Ja, zack. Mensch, die ballert aber ganz geil, ey. Viel besser als in anderen Teilen. Ja, komm, brech schon auf. Zack. Sehr geil. Da ist sie! Ey! Oh nee. Stopp! Tut dir nichts. Was für ein dummer Fehler, ey. Lara Croft. So ist ein Arschloch, was für Trinity arbeitet. Ich hatte gehofft, wir treffen uns anderweitig. Ich interessiere mich schon lang für deine Arbeit. Wie von Trinity zu erwarten war. Ja, sie hat den Schlüssel gefunden, du nicht, du Penner. Den Schlüssel von Chuck Chill. Mein Leben lang habe ich danach gesucht. Mhm. Wo ist die Schatulle von X Chill? Gib sie mir. Sie ist an einem sicheren Ort. Bisschen zickig, die Kleine. Gefällt mir. Du hast sie nicht? Sie hat die wirklich nicht. Dass du ihn einfach nimmst, hätte ich nie erwartet. Mit der Schatulle und diesem Schlüssel können wir die Welt neu erschaffen. Frei von Schwäche, Gewalt. Und ohne all das hier. Aber ohne die Schatulle droht die Apokalypse. Das wird der Tod der Sonne. Du lügst. Lara. Du hast es gespürt, oder etwa nicht? Erdbeben sind normal. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Du hättest das doch auch gemacht. Gott. Ach du Scheiße. Ja. Du hast den Schlüssel entfernt und dadurch die Apokalypse ausgelöst. Ist dir eigentlich bewusst, was du angerichtet hast? Ja, das kann er jetzt so behaupten, ne? Ob das so war, das glaube ich eher nicht. Die Säuberung hat begonnen. Ja. Jetzt liegt es an mir allein, sie zu stoppen, bevor es zu spät ist. Boah, Lava-Kopf. Müssen wir normalerweise jetzt gleich vom Himmel schießen. Den Tsunami. Tsunami kommt doch so, Alter. Scheiße, mal gucken, ob wir irgendwas halten können hier.
Ich versuche auch die ganze Zeit irgendeinen Pfeil oder so abzuschießen, aber... Ah, keine Chance. Aber das haben sie ja geil gemacht, ey. Guckt euch das mal an. Das ist ja... Wow. Heftig geil. Das sieht ja echt geil aus. Trotzdem irgendwie... Mensch, muss doch irgendwo mal Halt finden. Ich komme hier echt nicht weg. Ich habe alles versucht, aber... Ich muss natürlich auch aufpassen, dass ich hier ein bisschen Luft hole, ne? Hier rauskomme. Los, komm. Ja, so ist richtig. Das ist mein Mädchen. Auf jeden Fall irgendwo Luft kriegen. Luft geholt. Prima. Wir haben es überlebt. Oder es geht wieder weiter. Ich kann momentan hier nur ausweichen. Mehr kann ich nicht machen. Oh. Scheiße. Ich muss hier auf jeden Fall weg. Ah, das war natürlich Mist, aber kein Wunder bei der ganzen Action hier. Oh Mann! Jetzt landen. Ja, scheiße. So, hier rüber. Wahrscheinlich hier an die Mauer. Genau, sehr gut. Hier rüber. So. Jetzt müssen wir ziemlich schnell sein. Erstmal um die Ecke, würde ich sagen.
war schon richtig hier. Wahrscheinlich hier rüber springen. So, hier rum. Jetzt hier. Ah, scheiße. Klettern wir mal hier rum. Weiter höher, würde ich sagen. Gehen gleich hier hoch. Jawohl. Hier rum. Jetzt hier hoch. Nee. Jetzt hier rum. Ein bisschen weiter höher. So, jetzt hier und klettern. Jawohl, richtig. So, aber jetzt. Ja. Wahrscheinlich hier rüber. Genau. Nein, nein, nein. Ich hoffe, dass wir hier noch rumkommen. Nicht bewegen und nicht loslassen. Mama, Mama. Oh, ich hoffe, wir können ihn retten. Scheiße. Verdammt. Scheiße. Hier hoch. Okay. Es war klar, dass das nicht funktioniert hat. Der Kleine hatte keine Kraft mehr. Jonah! Jonah! Lara! Ich habe mir Sorgen gemacht. Es ist schiefgegangen. Schlimmer noch. Was meinst du? Dominguez. Er hat jetzt den Dolch. Er hat ihn sich geholt. Nach allem, was mein Vater durchgemacht hat, lasse ich zu, dass Trinity einfach so den Dolch kriegt. Er wird mit dem Dolch und der Schatulle die Welt von Grund auf erneuern. Gehabt. Wie wird er sie erneuern? Keine Ahnung. Er sagte, er will Sünde und Schwäche ausrotten. Ein Mann wie er, wir müssen ihn aufhalten. Ich bin an allem schuld. Wir finden einen Weg, okay? Versprochen. Nein, 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 nein. Wir müssen vor Trinity die verborgene Stadt finden und die silberne Schatulle. Okay. Aber zuerst bringen wir die Menschen hier in Sicherheit. Dann kümmern wir uns um den Rest. Nein, niemand ist in Sicherheit. Nicht, wenn ihr die silberne Schatulle kriegt. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Du bist die Einzige, die was? Woher weißt du, dass du das alles warst, Lara? Diese Welt dreht sich um viel mehr als um dich. Diese Menschen brauchen uns hier. Wir können jetzt etwas Gutes tun. Abgesehen davon, was haben wir schon groß in der Hand? Ein Rätsel? Wir brauchen ein bisschen mehr als rosa Fisch und silberne Kronen, wenn wir diese Stadt finden wollen. Ja, da hat er recht. Auch wenn's weh tut, aber er hat recht. Ich muss diesen Menschen helfen. Dann besorge ich ein Flugzeug.
Ja, da muss sie jetzt durch. Alles zerstört und im Brand. Scheiße. Ah, jetzt geht's in Amazonas weiter. Anscheinend war sie ja einsichtig und hat gewartet. Ausschau halten müssen. Die Silberkrone ist wahrscheinlich ein Wolkenband. Ich glaube, er hat so ein bisschen den Glauben an dem Ganzen verloren, oder? Die ganze Zeit muss ich an diese Menschen denken. Sie haben alles verloren. Das Rätsel lautet: Verfolge das Schlangenherz bis zum Berg mit der silbernen Krone, wo die Zwillinge sich finden. Ich frag mich, was die Zwillinge sind. Der Sturm sieht übel aus. Es ist nur ein bisschen Regen. Wir konzentrieren uns auf den Berg mit Wolken. Ein Berg mit Wolken. Wenn wir ihn finden, woher wissen wir, dass er es ist? Ja, das ist eine gute Frage. Andere Hinweise haben wir nicht. Der Wandmalerei nach kommen noch mehr Katastrophen. Am besten helfen wir den Menschen, wenn wir die Katastrophen und Trinity aufhalten. Okay. Aber können wir ganz sicher sein? Jonah, während ich vorhin den Dolch in der Hand hielt... Du meinst das Beben vor dem Tsunami? Mehr als das. Es erschien mir, als hätte ich etwas erweckt. Ich weiß, das klingt völlig unrealistisch und ist schwer zu glauben, aber ich bitte dich, mir zu vertrauen. Ich kann ihm verstehen, dass er skeptisch ist. Wir müssen einander vertrauen. Ja, völlig normal. In der Situation. Hey. Da drüben ist vielleicht was. Wirklich? Was ist das? Der Sturm gefällt mir nicht. Versuchen wir es morgen nochmal. Wir sind schon so nah dran. Also ich will es wieder nicht wissen, ne? Nicht abhalten lassen. Bis das Flugzeug wieder zerbricht. Miguel, kannst du irgendwo lang? Ja, ich kann euch bei Kurakiaku absetzen. Dann los. Ja, das ist, weil sie wieder nicht hören wollte. Okay, aber in der Zeit hätte man auch nicht umdrehen können. Was machst du? Jetzt steuern! Mann, Mann, Mann. Ja, sie hat's überlebt. Naja, macht ja auch Sinn, sonst wäre das Spiel ja zu Ende. Der hat hier ein Glück gehabt. Der Gurt muss ja die sämtlichen Organe zusammengedrückt haben. Mitten im Dschungel, ey. Scheiße.